glaube, es ist von Goethe, es ist nichts Gesundes daran, sich in einer kranken Welt gesund zu fühlen. Und weiter wird, glaube ich, immer offensichtlicher, dass die Strategie, die wir als globale Kultur fahren, nämlich die Kultur des Konsums, des Kapitals und der Identifikation mit äußeren Merkmalen, dass wir leider damit immer noch nicht das Gefühl für einen Sinn erleben. Und ich glaube, dass wir eben dieses sinnvolle Dasein den Streben danach, dass es veranlagt. Also wir wollen ja kein sinnloses Dasein, das glaube ich, will niemand. Und dann waren so die Belohnungen der Konsumkultur einfach schnell erschöpft. Also man hat gemerkt dann, also noch mehr Fernsehen und noch mehr Fressen und noch mehr irgendwie Urlaub in Deluxe und noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Freizeitablenkung und noch mehr ohne Hinterfragung von Ursachen, ohne Hinterfragung von Motiven auch, dass dann immer dieses Loch, das eigentlich da ist, nicht gestopft werden kann mit egal welcher Aktivität. Und dass dann doch Dinge gibt, die uns berühren und wir wollen leben in ein Leben, denke ich, in dem wir sowas wie Ergriffenheit kennen. Und zwar nicht im Negativen, sondern wirklich Ergriffenheit des Seins. Ob das durch ein musisches Dasein, also Musik, Farben, Kunst, das soll das ja anregen. Also die Auseinandersetzung mit den Wirklichkeiten des Lebens. Also das, was wirklich wirkt, nicht den Illusionen, nicht mit der Verpackung, sondern mit dem Inhalt. So, also alle Tendenz unserer Kultur, sich um die Verpackung und das Äußere zu kümmern, führt dahin, dass wir das erleben und es für halbwertig befinden. Ob wir das bewusst machen oder nicht. Wir alle kennen Musik und wir wissen, dass Musik etwas Unsagbares ist, weil es uns berührt und Gegenden unseres Fühlens ankratzen darf, in denen wir oft sonst nicht bereit sind hinzugehen. Trauer, Ergriffenheit, überschwängliche Freude, all das ist ja nicht das, was Tagesprogramm ist. Musik darf das. Und Yoga ist in der Praxis auch etwas, das darf etwas, das berührt etwas, was eben unsagbar ist. Niemand, egal wie Pop-Yoga oder nicht, das ist, atmet 60 Minuten oder versucht bewusst zu atmen, 60 Minuten lang in der durchschnittlichen Yoga-Klasse, denke ich, irgendwie so, und steht danach auf und hat das Gefühl, was Sinnloses gemacht zu haben. Alle, ob das benannt werden kann oder nicht, fühlen, das war sinnvoll. Also es hat mich erfüllt. Ich kann es vielleicht noch gar nicht so. Und eigentlich wollen wir das vertiefen. Es geht in der Yoga-Erfahrung um eine Erfahrung, dass wir wirklich das Gleiche sind. Also dass wir zwar äußerlich unterschiedlich sind, so wie der Baum auch anders ist als ich, aber dass das Sein und das Leben und die Lebenskraft in uns eins ist. Und diese Erfahrung, die kann so ergreifend und erfüllend sein, dass jegliches äußeres Problem tatsächlich wie ein Tropfen auf einer heißen Pfanne vergeht. So, und wir wünschen uns ja alle, dass wir sowas haben, was ein echter Halt im Leben ist. Keine Annahme, keine Illusion, kein Slogan, kein irgendwas, was abfällt, sondern etwas, was wirklich da ist. Der Yoga ist die einzige Tradition wirklich, die wir kennen, seit Jahrtausenden aufrechterhalten, als menschliche Tradition älter als alle Religionssysteme. Das muss man sich vorstellen und es ist immer noch da. So, die brahmanische Tradition aus Indien, eine aus den Veden stammende älteste Tradition an religiösen Ritus. Die brahmanische Tradition ist eine vegetarische Tradition. Das ist die einzig nachvollziehbare Ernährung, die seit Jahrtausenden geblieben ist global. Man kann immer noch sagen, die Inuit, die Eskimos, die essen auch seit Jahrtausenden das Gleiche, was zurzeit nicht mehr so stimmt. Die essen nicht nur Robbenfleisch inzwischen, aber die hatten eben die niedrigste Lebenserwartung und alle an Überfettung sehr früh gestorben. Also viel Robbenfleisch essen offensichtlich nicht so gut, aber zurück zu den Brahmanen. Wenig krank, hohe Lebenserwartung. Seit Jahrtausenden. Also, ich meine, was wollen wir denn eigentlich? Also, wenn es darum geht, dass es mir gut geht,
Ja, dann würde ich sagen, nehme ich mal Referenz nicht in der sich wirklich verändernden Weise, wie sich der Westen ernährt hat in den letzten 2000 Jahren. Also nicht nachvollziehbar, was da heute in unserer Ernährung alles drin ist. Ich nehme mal die ganz einfache Khichdi, Dal, Reis, Ernährung der Brahmanen. Seit Jahrtausenden das Gleiche, alle happy, fehlt nichts, alles fein. So, das ist mal, also das geht. Seit Jahrtausenden geht's. Also alle Argumentation, dass es nicht geht, ist paradox. Also dann müssen wir wirklich mal die Referenzen nehmen, die da sind. Das ist da. Alles andere ist Spekulation. Das ist da. Und der Yoga sagt, naja, du kannst doch nicht das Ganze fühlen, wenn du etwas exkludierst, was sinngemäß deinen Sinnen entspricht. Also du meinst, dass das Leid anderer nicht genauso ist wie deins. Wie willst du denn Einheit erfahren? Und ganz praktisch, logisch, wenn man rational ein bisschen denkt, kann man eins und eins zusammenziehen, dann wird es ein schwerer Prozess. Und deswegen sind auch alle Schriften im Yoga ganz, ganz klar und eindeutig. Und es gibt kein Yoga-Ashram. Wirklich, also vielleicht gibt es einen New Age Yoga-Ashram in Kalifornien oder sowas, aber es gibt keinen Yoga-Ashram, inklusive hier, wo wir gerade sitzen, auf der Welt, in denen es Fleisch gibt oder Fisch. Gibt es nicht. Also wir alle wollen gerne feiner werden. Ich glaube, das gröber werden ist nicht das Anliegen der Welt oder vom Menschen irgendwie. Also streich mich nicht mal grob, will niemand, sondern irgendwie, dass wir uns fühlen, dass wir uns auch fühlen, wie fühlt sich was für dich an. Das ist wichtig. So, naja. Jetzt, wie fein darfst du in deinem eigenen Gemüt werden, wenn du niemals dahin gucken dich traust, was deine Ernährungsweise alles bewirkt? Ja, wie willst du denn fein sein, wenn du das, was du jeden Tag mit bewirkst, also inklusive dieser Massentierhaltung und das Leid, das darin ist, wie das allein riecht, also man kann es ja nicht ertragen. So. Und die Idee wäre, wenn man sich diesem Gemetzel aussetzt, jeden Tag und immer noch meint, das will ich so. Also nochmal vielleicht ein anderes Argument, aber das will ja niemand. Du kannst aber nicht also beanspruchen, dass du gerne feiner werden willst und anteilig dafür Verantwortung tragen, dass so unglaublich wenig Bewusstsein für Leid da ist. Ja, und was ganz klar ist, dass du, also wenn wir Fleisch essen oder Fisch, dann sind wir ja Aasfresser. Also es ist also nichts anderes als Aasfresser. Es ist ja nicht so, dass wir dann lebendiges Fleisch reißen und essen, sondern da wurde was getötet, es liegt da rum. Und damit das irgendwie noch machbar, essbar ist, müssen wir eine Soße drauf tun, das braten oder irgendwie sonst manipulieren, damit es erträglich ist. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert Jahrtausenden, haben uns die Yogis gesagt, geht nicht. Du kannst nicht das eine wollen und das andere machen. Das ist so, als ob du sagst, ich bin Pazifist, aber unterstütze Waffenverkäufe. So Deutschland, deutsches Paradoxon.